Kommen wir aber zu Markus. Markus Reitner ist heute unser erster Speaker in diesem Track und Markus möchte uns etwas erzählen über Agile Transformation und Human Leadership. Markus selber ist überzeugt, dass Elefanten tanzen können und warum er sich manchmal als Hofner bezeichnet, das erzählt uns Markus vielleicht heute in seinem Vortrag. Markus, ich übergebe an dich. Dankeschön, danke für die Einladung. Freut mich total, hier zu sein und mit euch hier so ein Stück weit die Erfahrungen der agilen Transformation der BMW Group IT teilen zu können. Und vor allem auch, was das mit menschlicher Führung, mit dem Manifest für menschliche Führung, mit Human Leadership zu tun hat. Ich versuche euch so den Kontext so ein bisschen aufzuspannen, wo wir herkommen in der BMW Group IT. Ja, wichtig ist mir immer als erstes dieses Thema, wozu? Ne? Ich starte, also ich habe die letzten 5 Jahre immer, wenn ich über Agilität im Konzern gesprochen habe, habe ich immer mit dem Wozu begonnen. Und das Wozu hat eigentlich fast immer so begonnen. Ne? Also dieses Zitat von Karl-Heinz Geißler ist treffender denn je. Also wir leben in einer Welt, in der es normal ist, dass vieles anders ist und immer schneller anders wird. Ich habe eigentlich immer und mache das immer noch, ich motiviere das ganze Thema der Transformation, der Agilität mit dem Begriff VUCA. Den kennt natürlich jetzt hier in der Runde sowieso jeder und man kann jetzt trefflich darüber diskutieren, ob das der richtige Begriff ist, aber ich finde ihn eigentlich ganz passend. Ich habe immer versucht, das dann zu illustrieren, den Begriff, mit, sage ich mal, politischen Geschehnissen. Ich habe lange Zeit immer Donald Trump verwendet in meinen Vorträgen. Das geht jetzt zum Glück nicht mehr. Habe auch lange Zeit den Brexit bemüht. Das könnte ich fast immer noch tun, weil auch, glaube ich, noch nicht so ganz klar ist, was er bewirkt. Aber seit dem Jahr reicht natürlich eine Folie, um den Begriff VUCA zu illustrieren. Ja, also ich glaube, wir alle haben jetzt erlebt, was es heißt, in einer Welt zu leben, die zunehmend vieldeutiger wird, unvorhersagbarer wird, komplexer wird. Also Komplexität, glaube ich, haben wir jetzt das letzte halbe Jahr genug erlebt. Ja? Also Zusammenhänge und Verstehen, Kausalitäten, Korrelationen und. Also ich glaube, wir haben sehr vieles erlebt, das wir noch nicht richtig verstanden haben. Also der Begriff VUCA ist jetzt ausreichend illustriert. Ich hätte gerne auf dieses plakative Beispiel von Corona verzichtet. Aber wenn es schon mal da ist, dann kann ich es natürlich gerne auch nutzen. Ja, so ist es. Die Welt ist VUCA. Nur, was machen wir jetzt damit? Das ist ja die entscheidende Frage. Und ich mag eigentlich an der Stelle dieses Zitat von Jack Welch sehr gerne, der mal gesagt hat, wenn also die Geschwindigkeit um so eine Organisation herum und die Veränderungsgeschwindigkeit um so eine Organisation herum sehr viel höher ist als die Geschwindigkeit im Inneren, als die Anpassungsfähigkeit im Inneren, dann ist das Ende in Sicht. Und ja, man kann jetzt auch wieder von Jack Welch halten, was man will. In vielen Belangen ist er sicherlich keine vorbildliche Führungskraft, so wie es ich gerne hätte. So wie er mit Menschen umgegangen ist, ist sicherlich auch nicht das Richtige. Aber an der Stelle hat er einen lichten Moment. Und tatsächlich ist das, wenn man so will, was er hier schreibt, eigentlich nur eine Folgerung aus dem Gesetz von Ashby, aus dem ersten Gesetz der Kybernetik, also dem Gesetz der erforderlichen Varietät. Also, weil Ashby sagt eigentlich auch nichts anderes. Du brauchst Varietät im System, um die Umgebung, um auf die Umgebung einwirken zu können, um die Umgebung regulieren zu können, um in einer VUCA-Umgebung, in einer Umgebung zurechtzukommen. Das heißt also, die Varietät im Inneren muss der Komplexität oder muss der Veränderung oder den Variationsparametern im Äußeren entsprechen. Also wir können, soll heißen, wir dürfen nicht mit mehr Starrheit, wir dürfen nicht mit mehr Planung, wie es im Konzern gerne passiert, auf zunehmende Unsicherheit reagieren, sondern wir müssen mit, ja, Varietät, wir müssen mit Agilität, wir müssen mit Lebendigkeit reagieren und nicht mit Starrheit.
Und das ist für mich so immer die Hinführung jetzt, wozu machen wir dieses ganze Thema Agilität? Und wir haben dann irgendwann mal gesagt, wir machen 100% Agile in der BMW Group IT. Und ich bin, also viele kennen mich, ich bin ein großer Fan von Agilität und habe das auch lange als Graswurzelbewegung dort vorangetrieben und war eigentlich zuerst mal so, wie ich das als erstes gehört habe, das 100% Agile von unserem CIO, dachte ich mir, oh Klaus, bitte. Das ist jetzt, also, das ist zu einfach, das ist zu plakativ. So können wir das nicht machen. Ja? Lass uns das doch irgendwie vom Kleinen ins Große und so weiter. Ja? Nach und nach fand ich es dann doch gut, dieses Thema 100% Agile zu machen. Also meine erste Reaktion war in etwa so, was soll denn jetzt das? Und nach haben es wir dann tatsächlich auch verstanden, was wir damit meinen mit 100% Agile. Weil was wir nämlich vorher hatten, war so dieses bekannte Bild, wir hatten so ein paar agile Projekte. Also wir hatten mehr von diesen roten Kästchen, aber im Wesentlichen die Struktur war starr. Die Abläufe waren wasserfallmäßig, planprozessmäßig. Also eine sehr starre Organisation, wo einzelne Projekte agil gearbeitet haben. Mehr oder weniger gut. Und das ist natürlich keine Lösung. Ne? Das macht die Organisation in keiner Weise irgendwie anpassungsfähiger, weniger starr. Das sind einfach nur ein paar agile Projekte und am ganzen Konstrukt der Organisation ändert sie nichts. Also das reicht einfach nicht. Und insofern war mir das 100% Agile dann schon recht, weil das so eine grundlegende Veränderung in unserer Aufstellung war, über die ich jetzt ein bisschen was erzählen möchte, damit man das auch versteht. Weil im Kern meinen wir mit 100% Agile eigentlich Folgendes. Wir kamen aus einer Welt, in der hier, und das kennen bestimmt viele, es gibt hier so Businessbereiche, die arbeiten mit der IT. Die IT entwickelt die Systeme weiter, hier Software Development, und betreibt die Systeme. Typischerweise sind es aber verschiedene Organisationseinheiten. Also es gibt eine Organisationseinheit, und wir hatten das auch vor 2017, die macht den IT-Betrieb, die sorgt dafür, dass die Systeme stabil laufen. Natürlich nicht selber, wird outgesourced zu Accenture in Indien oder sonst wohin. Ja? Und dann gibt es die, und da gibt es viele Einheiten, die machen die Weiterentwicklung der Systeme. Die reden typischerweise mit ihren Businesspartnern und überlegen, wie dieses Projekt oder welche Projekte sie machen und wie das Projekt dann abgearbeitet wird. Typischerweise auch wieder mit Dienstleistern, machen auch wenig selber, zumindest ist es bei uns so. Und wir hatten immer diese Brüche. Ne? Wir hatten hier ein Business, das hat eine Anforderung, das wirft es zu der IT rüber und irgendwann ist das Projekt fertig und dann geben wir das Ganze in den Betrieb. Und das ist natürlich ein unglaublich zäher Prozess. Ja? Also weil erst wenn es im Betrieb ist, wenn es wirklich in Produktion ist, dann ist dieses Feature auch hier. Und es kann schon mal sein, dass von der Idee, bis dann ein Projekt draus wird, bis das Projekt genehmigt ist, bis das Budget da ist, bis die Dienstleister beauftragt ist, bis es umgesetzt ist, bis es dann in der ersten Leistungsstufe irgendwie in Betrieb ist, das dauert schon mal ein Jahr oder eineinhalb. Das ist nicht wirklich agil. Und es sind also diese Handovers, die wir eliminiert haben, indem wir quasi alle drei Parteien in ein Team zusammengebracht haben und die Ende zu Ende verantwortlich gemacht haben, in einem, was wir Produkt nennen, ein IT-Produkt. Und was das ist, werde ich jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer erklären. Eine andere Sicht darauf wäre folgendes: Wir haben die IT-Systeme hier und wir machen im Wesentlichen den Betrieb. Und immer wenn was zu verändern ist, wird ein Projekt gemacht. So war der Zustand vor 2017. Es war also ein starker Fokus an IT-Projekte und das Paradigma war eigentlich, betreibt die IT möglichst stabil und kostengünstig. Da war nichts mit Anpassungsfähigkeit. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist, diese IT-Systeme, fachlich zusammengehörige IT-Systeme, gebündelt in IT-Produkte. Diese IT-Produkte kriegen einen Product Owner natürlich. Die kriegen feststehendes Budget, möglichst losgelöst von dem konkreten Scope.
Vorher war Budget immer an Projekte gebunden mit konkretem Scope. Also die Produkte kriegen Budget, die kriegen stehende Teams und die können dann im 3-Wochen-Zyklus idealerweise entscheiden, was ist das nächste Feature, was umgesetzt wird. Also es gibt in dem Sinne keine Projekte mehr. Es gibt nur noch agile Produktentwicklung in der BMW Group IT jetzt. Also das ist so dieser Mindshift und darum heißt es auch 100% Agile, weil wir die gesamte IT so aufgestellt haben. Das heißt aber natürlich nicht, dass die alle Produkte in der IT gleich schnell Stand heute sind. Da gibt es natürlich Produkte, die machen nur 2 Releases im Jahr, weil das Warenwirtschaftssystem von der Kantine ist jetzt gerade mal nicht kriegsentscheidend im Kampf mit Tesla oder so. Ja. Also da, die dürfen schon unterschiedlich schnell sein, aber das Bauprinzip ist überall das Gleiche. Und das, wir haben also immer 4 Felder in unserer Transformation: die Struktur, der Prozess, die Technologie und die Kultur. Das Erste, was wir gemacht haben, und das ist auch so ein, da war ich so zwiegespalten, bin ich es immer noch. Ja? Das Erste, was wir gemacht haben, war eine Umorganisation. Aber ich glaube, so macht man das in einer großen Organisation, um richtig zu zeigen, wo es lang geht. Wir machen eine Umorganisation. Also wir haben die komplette IT einmal auf links gekrempelt, indem wir die Betriebshauptabteilung aufgelöst haben. Also die Hauptabteilung, die für den IT-Betrieb zuständig war, für den Betrieb der IT-Systeme zuständig war, die haben wir aufgelöst, indem wir die Menschen, die den Betrieb machten, zu den Entwicklungsteams gemischt haben. Also diese eine Handover von Development zu Operations, das haben wir dadurch quasi aufgelöst, indem wir die Betriebsmenschen wieder zu den Development-Teams gemischt haben. Und das krempelt natürlich die gesamte IT einmal auf links dann. Und das sind einfach die nackten Zahlen, die wir umorganisiert haben. Ich glaube, das ist ein guter Startschuss und wir haben das auch immer so verkauft. Das ist natürlich, hier steht zwar DevOps und die Folie ist tatsächlich von 2017, aber natürlich, bloß weil ich 2 Leute nebeneinander setze, ist das noch lange nicht DevOps. Ja? Das ist schon klar. Und das ist auch noch lange nicht agil, wenn ich IT-Produkte mir irgendwie baue und keiner eine Ahnung hat von agil. Ja. Also das ist einfach nur eine notwendige Bedingung, aber nicht hinreichend. Und darum begann für uns die Reise erst 2017. Und in der Reise habe ich eine dieser Hauptabteilungen, so mit roundabout 550 Mitarbeitern auch begleitet in dieser Transformation. Wir haben dann 2019, der Vollständigkeit halber möchte ich es dazu sagen, nochmal umorganisiert, weil ich es auch sehr wichtig finde in dem Track Agile Leadership jetzt. Wir haben nämlich 2019 dann die Führungs-, die Managementrolle aufgeteilt. Bis 2019 gab es so die unterste Managementebene des Gruppenleiters. Der Gruppenleiter, der war oftmals inhaltlich einer seiner guten Mitarbeiter. Also der war inhaltlich sehr tief drin in seinen Themen in der Regel. Also war er so ein Stück Product Owner. Der war aber natürlich auch Line-Manager, in dem Sinne, dass er disziplinarisch verantwortlich war. Und in vielen Fällen hat er sich auch darum gekümmert, wie die Leute zusammenarbeiten. Also war so ein Stück Agile Master oder eben Scrum Master. Wer sich jetzt fragt, warum es hier Agile Master heißt, also wir wollten jetzt Scrum vorschreiben, darum heißt es einfach Agile Master. Gemeint ist aber eigentlich ein Scrum Master. Und dieser Gruppenleiter, der war oft alles drei. Also der hat diese 3 Facetten hier abgedeckt. Und ich habe gesagt, das ist irgendwie nicht optimal, also es widerspricht dem Fokus, den wir gern hätten in der Agilität. Und darum haben wir diese Führungsrollen fokussiert. Und 2019 mussten sich sozusagen alle Gruppenleiter entscheiden, ob sie lieber inhaltlich arbeiten, also Product Owner werden, aber dafür dann keine Menschen mehr unter sich haben, also nicht mehr disziplinarisch verantwortlich sind. Oder sie wollen weiterhin disziplinarische Führungskraft sein, dann können sie aber nicht mehr inhaltlich mitquatschen. Oder sie werden Agile Master und kümmern sich um die Zusammenarbeit, um das Wir, um das Gemeinsame, um das Systemische und sind dann eben auch das andere beide nicht. Also wir haben quasi diese eine Führungsrolle in 3 Führungsrollen aufgespaltet. Das war ein schwieriger Schritt und es ist eigentlich immer noch ein schwieriger Schritt. Da spielen viele Dinge mit rein, die ich jetzt gar nicht alle so im Detail erklären kann, aber das ist kompliziert. Und die Organisation ist eigentlich immer noch dabei, das zu verdauen.
Hier sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Wir haben natürlich an dem Thema Prozesse gearbeitet. Wir mussten uns ein Prozessmodell definieren. So ein Autobauer braucht natürlich Prozesse, weil wir müssen eine ISO-Zertifizierung und so weiter kriegen. Also unser Prozessmodell, wie wir in der IT arbeiten, ist wichtig für uns. Das Prozessmodell früher war auf Projekte ausgerichtet und mussten wir jetzt auf agile Produktentwicklung ausrichten, also ein komplett neues Prozessmodell eigentlich bauen. Die Basis davon ist natürlich unser Produktportfolio, also welche IT-Produkte gibt es und wie sind sie strukturiert. Darauf haben wir dann unser eigenes, wenn man so will, Skalierungsframework gesetzt, unser Agile Working Model, weil das Produktportfolio ist das eine, das Prozessmodell ist das andere. Aber irgendwo muss ich ja sagen, wie arbeiten wir zusammen konkret? Also wie arbeiten die Teams im Produkt zusammen? Wie arbeiten die Produkte in der Domäne zusammen? Man sieht schon, es gibt über den Produkten noch eine Domäne. Das ist unser Agile Working Model. Das ist eigentlich das Ablaufmodell. Hier ist das Prozessmodell und hier ist die Struktur. Und dann gibt es noch das Steering Model, weil ich muss auch irgendwann mal sagen, wie verteile ich Budget? Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema, weil ich muss das Budget ja möglichst auf die Produkte verteilen und zwar so, dass möglichst wenig Scope fixiert ist. Weil was wir bisher konnten, waren Projekte budgetieren. Also mach XY zum Zeitpunkt Z. Ein großes Thema, das wir immer noch haben, liegt natürlich daran, dass die IT lange Jahre auf Stabilität getrimmt war. Auf Effizienz und Stabilität. Möglichst monolithische Architekturen, möglichst gleichförmige Architekturen, damit man es möglichst gut outsourcen kann, damit es möglichst einfach und billig betreibbar ist. Das bringt jetzt Architekturen hervor, die starr sind, ja? Also die halt nicht anpassungsfähig sind. Und jetzt ändern wir das Paradigma von Effizienz, Stabilität hin zu Anpassungsfähigkeit. Und insofern müssen wir uns natürlich über andere Architekturen, wir müssen uns aber auch über andere Art und Weise, wie wir Software entwickeln, unterhalten. Und natürlich müssen wir uns über Cloud unterhalten, um das zu befähigen. Also es sind alles nur jetzt ein paar Schlagworte, damit man klar sieht, wir müssen auch an der Technologie arbeiten. Und das klingt jetzt eigentlich wie so ein No-Brainer. Ja? Also für Leute, die jetzt Softwareentwicklung machen, sie sagen jetzt alle, ja klar, aber warum habt ihr das bisher nicht gemacht? Aber wie gesagt, lange Jahre auf Effizienz, lange Jahre auf Outsourcing getrieben. In vielen Fällen ist die Kompetenz gerade in dem Bereich, wie macht man eigentlich heute Softwareentwicklung, über lange Jahre auch verloren gegangen. Wir hatten in dem Zuge tatsächlich über die letzten Jahre auch so Programme wie Back to Code. Ja? Also wirklich ein eigener BMW Group IT Campus, um Entwickler wieder zurück in die Softwareentwicklung zu führen. Ja? Also traurig genug, dass es sowas braucht, aber wie gesagt, mit viel Outsourcing machst du halt wenig Softwareentwicklung am Ende. Und das wollten wir ändern. Also das ist die Technologie. Worum es mir aber hauptsächlich heute geht und jetzt im Rest vom Vortrag auch gehen soll, ist die Kultur. Und ja, genau. Dave Snowden hat es vorher richtig gesagt, Kultur ist das, was entsteht am Ende. Ja, also du kannst jetzt nicht den Leuten irgendwie fehlende Kultur oder sowas machen, aber du musst dich mit dem Thema beschäftigen, ja, weil wenn die Kultur, wie du sie bisher hast, nicht zu dem passt, wo du eigentlich hin willst, dann das kann man jetzt vielleicht nicht direkt beeinflussen, aber du kannst die Rahmenbedingungen beeinflussen, sodass vielleicht eine neue, eine besser geeignete Kultur entsteht dafür. Nämlich eine Lernkultur zum Beispiel mal. Ne? Also ich kenne halt so Sachen wie eine Null-Fehler-Kultur. Ja? Also die Spaltmaße sind immer richtig. Ne? Es gibt keine Fehler. Ne? Wir probieren nichts aus, sondern das ist Premium und so. Ja? Also First Time Right sind alles Dinge, die ich jetzt gehört habe in der Zeit bei BMW. Und das ist alles richtig, das ist auch total toll. Aber wenn man jetzt agil entwickeln will, dann muss man halt so ein Stück weit mit Fehlversuchen, mit Lernen sich beschäftigen. Und diese Themen muss man thematisieren, sonst ist es unter der Oberfläche und kommt dann irgendwann mal und verhindert die Agilität an der Stelle. Das Wichtigste und bei mir, damit beginnt für mich das Thema Kultur auch, ist die Führungskultur. Und das sieht man auf dem Bild auch, allerdings erst auf dem zweiten Blick, weil man fokussiert sich immer so auf dieses rote agile Projekt. Der zweite Fehler in dem Bild ist aber meiner Meinung nach, dass hier zwei wahrscheinlich Manager stehen,
die sich über ihr agiles Projekt freuen hier. Und man sieht schon, die sind so also da gibt es die Manager einerseits und es gibt dann die Organisation andererseits. Also die Management und verändert jetzt irgendwas und macht eine andere Organisation, eine agilere Organisation. Sie begreifen sich jedenfalls nicht als Teil der Veränderung. Und dabei, für mich beginnt die Veränderung aber hier mit der Veränderung der Führungskultur. Also Agilität braucht auch neue Führung. Agilität braucht ein anderes Führungsverständnis. Braucht nach wie vor Führung, aber ein anderes Führungsverständnis. Darum habe ich seit 2017 intensiv an dem Thema gearbeitet. Liegt natürlich auch daran, dass mein Blog ja auch Führung erfahren heißt. Und das schreibe ich seit 2010, also ist durchaus ein Herzensthema von mir. Aber hier sind die Dinge gut zusammen, passen gut zusammen dann. Und für mich ist dieses eine Bild das Ausschlaggebende. Agilität braucht neue Führung und Agilität braucht mehr so diesen Gärtner anstatt des Schachmeisters. Führung war über lange Jahre so dieser geniale Schachmeister, der seine unwissenden Bauern dorthin schickt, wo sie arbeiten sollen. Also das war so übers Feld bewegen, die Figuren. Und jede der Figuren wusste gerade genug, um den eigenen Job zu erledigen, aber das große Ganze, das war im Kopf des Schachmeisters. Und ein Gärtner macht aber was anderes. Ein Gärtner schafft Rahmenbedingungen. In dem Rahmen, in dem Garten, wächst dann was Schönes. In dem Garten entsteht dann hoffentlich was Gutes. Und um das ein bisschen zu illustrieren, erzähle ich gerne mal folgende Geschichte. Oder besser gesagt, stell die Frage, was hat Netflix mit einem Atom-U-Boot gemeinsam? Und da kann man jetzt viel darauf antworten, so von wegen, beide gehen bald unter, beide versenken Konkurrenten, mag alles richtig sein. An der Stelle will ich eigentlich darauf hinaus, dass beide eine ähnliche Führungskultur pflegen. Und die ist eigentlich im Netflix Culture Statement ganz gut beschrieben mit Context, not Control. Reed Hastings beschreibt es so, dass die Aufgabe von Führungskräften es ist, auf jeder Ebene den Kontext so zu setzen, dass andere, die Informationen haben, gute Entscheidungen zu treffen. Er sagt also bewusst, dass er keine Entscheidungen trifft. Und er sagt in einem Interview auch, dass er stolz drauf ist, wenn er ein Quartal lang gar keine Entscheidungen trifft. Also der CEO des 7. größten Internetunternehmens ist stolz darauf, keine Entscheidungen zu treffen, weil er seine Aufgabe darin sieht, eine Umgebung zu schaffen, in der gute Entscheidungen getroffen werden. Das ist jetzt nicht exakt so, wie ich Führungskräfte erlebe. Ich erlebe meistens Führungskräfte, die sich als Entscheidungsmaschinen verstehen. Also das Anliegen kommt zu ihnen, sie treffen eine Entscheidung, dann wird es umgesetzt, dann kommen sie im Lenkungsausschuss wieder zurück und man trifft eine neue Entscheidung und so geht es immer weiter. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, die Spinner im Internet-Business, Netflix, Silicon Valley, bei denen geht sowas, geht auch auf Atom-U-Booten. Jedenfalls ging es auf dem Atom-U-Boot, auf der USS Santa Fe. Und David Marquette hat es damals ausprobiert und er lernte das erstmal auf einem harten Weg, weil er hat das Kommando der USS Santa Fe übernommen, wurde vorher ein Jahr lang trainiert, Kapitän zu sein. Allerdings für einen anderen Atom-U-Boot-Typen. Und als er da kurzfristig auf der USS Santa Fe einspringen musste, weil dort, also es war das schlechteste Schiff in der Navy damals und auch der Kapitän wechselte damals und er musste das Kommando dann relativ kurzfristig übernehmen. Dann gab es so die erste Übung und auf der Übung wurde simuliert, dass der Reaktor ausfällt. Und wenn der Reaktor ausfällt, muss sich das Atom-U-Boot mit Elektromotor und Batterie voranbewegen, aus der Gefahrenzone bringen, der Reaktor muss repariert werden. Und um diese Übung ein bisschen spannend zu machen, gab David Marquette das Kommando 2/3 voraus. Weil wenn das schneller fährt, wird Batterie schneller leer, müssen schneller reparieren und wird interessanter dadurch. Der erste Offizier gab das Kommando weiter und der Steuermann machte nichts. Und David Marquette fragte den Steuermann, warum? Und er sagte, Sir, hier gibt es kein 2/3, wir haben diese Stufe auf dem Boot nicht. Und das brachte David Marquette ans Nachdenken. Er dachte sich, wenn eine Crew, die auf Gehorsam trainiert ist und ein Kapitän, der keine Ahnung hat, ist eine ganz schlechte Kombination auf einem Atom-U-Boot. Und insofern schwor er sich, keine Befehle mehr zu geben. Und er trainierte dann die Crew nach und nach, Entscheidungen wie der Kapitän zu treffen. Also das ging natürlich nicht von heute auf morgen, sondern die kamen natürlich zunächst erstmal mit ihren Anliegen
Und er stellte ihnen immer Fragen. Ne? Also er brachte sie sozusagen ans Nachdenken. Er brachte ihnen die Gedankengänge nahe, die er denken würde, um dann dies oder jenes Kommando zu geben. Und nach wurde die Crew dadurch sozusagen selbstständiger und konnte die eigenen Entscheidungen treffen. Und das Spannende daran ist, dass die USS Santa Fe dadurch wirklich vom schlechtesten zum besten Schiff in der US Navy wurde. Und es auch blieb, als David Marquette das Kommando abgab, was aber nur logisch ist, weil er war offensichtlich nicht derjenige, der dann am Ende mehr notwendig war, sondern die Kultur, die er dort verankert hatte. Und das bringt mich zu einer meiner 6 Thesen im Manifest für menschliche Führung, nämlich diese Haltung, die hinter Führung steht. Also für mich ist so diese zentrale Haltung, Anführer hervorbringen, mehr als Anhänger anführen. Growing leaders over leading followers, habe ich es im Englischen genannt. Was vielleicht noch schöner ist. Andere groß machen. Ne? Also Führung macht andere erfolgreich. Nicht sich selber. Ne? Also nicht, Führung ist nicht dadurch gekennzeichnet, dass ich die Leiter, die Karriereleiter hochklettere, sondern dass ich andere erfolgreich mache. Man sieht, es gibt zudem, also das Manifest für menschliche Führung besteht ja aus 6 solchen Begriffspaaren, die genauso aufgebaut sind wie im Manifest für agile Softwareentwicklung. Also immer dieses A mehr als B. So ein Spannungsfeld aufbauend. Und ganz bewusst auch zu sagen, beides ist uns wichtig, wir wollen aber heute mehr Richtung Sinn und Vertrauen zum Beispiel. Mehr Richtung Entfaltung menschlichen Potenzials, weil uns das hier und heute und in der Umgebung was und das, was wir vorhaben, ist uns genau das wichtiger. Ja. Und entstanden ist das Ganze tatsächlich aus einem Workshop in unserer Hauptabteilung, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie muss Führung in einer agilen Organisation ausschauen? Was macht eigentlich der Chef? Und am Ende des Workshops hat jemand anders, also nicht ich, die Idee gehabt, wir könnten das mal aufschreiben wie ein Manifest für agile Softwareentwicklung. Und das habe ich dann gemacht. So, eigentlich sind diese Thesen Stück für Stück in Twitter und Social und LinkedIn entstanden. Und ich habe es dann nach und nach im Blog ausgearbeitet und am Ende dann als Buch veröffentlicht. Also das hat seine Wurzel wirklich in der Transformation der BMW Group IT. Ich würde gerne noch auf eine zweite These eingehen. Das ist tatsächlich die erste, die mir eingefallen ist. Entfaltung menschlichen Potenzials mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Das mag ein bisschen damit zu tun haben, dass ich natürlich im Konzern tätig bin und aber kein klassisches Konzerngewächs bin und mich daher an dem oftmals störe, was vielleicht für andere ganz normal erscheint. Und ich würde das gerne illustrieren mit der Grafik. Das ist so der Gallup Engagement Index in Deutschland. Also die Bindung von Mitarbeitern zu ihrer Organisation, zu ihrem Unternehmen, die emotionale Bindung. Und die ist quasi unverändert über die Jahre hinweg, mehr oder weniger. Es gibt immer so die 15% in etwa, die highly engaged sind, die eine hohe emotionale Bindung aufweisen, wo ihr eigenes Potenzial, ihre Leidenschaft gut in Einklang sind mit ihrem Job, mit der Organisation und so weiter. Und es gibt auf der anderen Seite so 14-15%, die haben innerlich gekündigt. Ne? Also Peter Kreuz sagt bei sowas dann immer, das sind die Requisiten mit Pulsschlag. Und dazwischen, und auf die will ich eigentlich raus, sind so 70%, die machen Dienst nach Vorschrift. Und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, sondern es ist einfach nur eine Feststellung. Nämlich die Feststellung, dass in der Art und Weise, wie wir Organisationen, große Organisationen vor allem, heute gestaltet haben und wie wir große Organisationen führen und wie wir die Menschen da drin sehen, ist das Ergebnis mehrheitlich Dienst nach Vorschrift. Und ich kenne viele Leute, die einen guten Dienst nach Vorschrift machen, die also ihren Job machen und nebenbei zum Beispiel den Krisenstab vom Roten Kreuz leiten.
Und ich frage mich dann immer, wieso? Also ich verstehe schon, warum der den Krisenstab vom Roten Kreuz leitet, weil das kann er gut, ja? Das macht er super. Ich frage mich aber, wieso haben wir es nicht geschafft, dieses Talent in der Organisation nutzbar zu machen? Und die Antwort ist, weil die Organisation wie eine Maschine aufgebaut ist. Ja? Also jetzt ist natürlich jetzt so eine Anspielung auf Frederic Laloux und dieses Maschinenmodell, aber dieses Maschinenmodell ist real. Ja? Ich erlebe das täglich. Ja, die Organisation ist als Maschine aufgebaut. Und jeder ist so ein Zahnrädchen, hat seine Jobbeschreibung und die Idee ist, wenn jeder seinen Job macht, wenn jeder Dienst nach Vorschrift macht, dann läuft die Maschine und der Output stimmt. Und wenn der Output nicht stimmt, dann muss ein Manager ran, um die Maschine zu überarbeiten, die Jobbeschreibungen zu überarbeiten, die Prozesse zu überarbeiten und dann stimmt der Output hoffentlich wieder. Ja, das ist also genau dieses Maschinenmodell und dieses Maschinenmodell führt zu dem Ergebnis. Und ich finde es eben schade, weil dann eben diese 70%, da ist unglaublich ungenutztes Potenzial drin. Das heißt, wenn es uns gelänge, von diesen 70% ein paar Richtung Highly Engaged zu bringen, indem wir ihre Talente besser nutzen können, glaube ich, ist ein Riesenhub zu machen. Bin ich nicht der Einzige, der das feststellt. Gary Hamel hat es auch vor einiger Zeit schon gesagt. Na, es gibt mit Sicherheit einen Ort, an dem ihre Mitarbeiter kreativ sind. Nur ist dieser Ort möglicherweise nicht ihr Arbeitsplatz. Ja, genau. Das ist dann der Krisenstab vom Roten Kreuz oder was anderes. Oder die private Coaching-Ausbildung oder whatever. Ja. Und das finde ich schade. Darum Entfaltung menschlichen Potenzials mehr als Einsatz menschlicher Ressourcen. Nachdem wir gut in der Zeit sind, mache ich jetzt so ad hoc noch ein paar Folien mehr. Das ist jetzt live PowerPoint Engineering, weil das ist mir tatsächlich auch ein Anliegen. Agilität braucht Führung, aber andere Führung. Eben nimmer den Schachmeister, der die Figuren bewegt, wie hier unten angedeutet, nicht mehr Anweisung und Kontrolle, sondern es braucht Sinn und Vertrauen. Und niemand hat es, glaube ich, besser dargestellt als Henrik Nieberg in dem Bild. Weil was wir alle kennen, ist dieses hohe Alignment hier, gegeben durch einen Chef, der sagt, wo es lang geht. Also wir müssen über den Fluss, baut eine Brücke. Und dann XYZ, ihr baut die Brücke und wahrscheinlich nur Micromanagement und dann, also hier in dem Fall jetzt nicht Micromanagement, weil es in dem Quadranten ist, aber wir können es natürlich auch noch, doch Micromanagement, weil es in dem Quadranten ist, genau. Also hohes Alignment, aber wenig Autonomie. Was wir natürlich vermeiden wollen und wo jeder Angst hat, der aus der Ecke kommt, ist sowas. Ja, wenn wir jetzt alle agil machen, dann ist das laissez-faire. Ja, dann macht eigentlich jeder, was er will und der Chef kümmert sich nicht drum. Ja? Das ist aber nicht gemeint damit. Gemeint ist eher sowas, zu wissen, wo Norden ist. Ja? Also wir wollen über den Fluss. Und dann findet bitte, also arbeitet zusammen, findet heraus, wie das geht. Und das hat jetzt leider sehr viel mit Kultur zu tun, weil oftmals ist das hier geprägt von so einer Abgrenzung, von so einer Silo-Haltung. Also jeder macht seins, jeder führt genau seinen Auftrag aus, jeder ist vielleicht für seinen Auftrag verzielt und wird am Ende des Jahres dann bestraft oder belohnt dafür. Aber hierfür braucht man so stark diese kollaborative Kultur. Und darum ist der Übergang von hier so schwierig, weil plötzlich müssen die zusammenarbeiten, die gestern noch um Budgets und Headcounts gefightet haben. Darum ist das so schwierig an der Stelle hier. Ja? Und das will man tunlichst vermeiden. Und das ist genau diese Herausforderung in der Transformation. Wenn das, also an der Stelle zitiere ich immer gern Laszlo Bock, den ehemaligen HR-Chef von Google. Er sagt also, gebt den Leuten mehr Vertrauen, Freiheit, Autorität, als ihr gut findet, als ihr
als ihr euch wohlfühlt damit. Ja? Also wenn ihr nicht nervös seid, dann war es zu wenig. Und das ist schwierig für Führungskräfte. Das ist wirklich schwierig für Führungskräfte, weil jede Führungskraft so ein Stück weit in dem System auch drinnen hängt, zwar vielleicht verstanden hat, wie es mit den eigenen Mitarbeitern umgehen soll, nämlich im Sinne von dem Manifest und den Thesen und was ich da alles so aufstelle, das haben die verstanden. Aber gleichzeitig gibt es Ansprüche an die Führungskräfte von außen, die völlig anders sind. Also wo dann gerne auch mal den Leuten vorgeworfen wird, du hast deinen Laden nicht im Griff oder so. Und das ist ganz schwierig, weil wenn der Anspruch von außen ist, du musst alles im Detail steuern und über alles auskunftsfähig sein und du aber verstanden hast, du führst eigentlich mehr wie ein Gärtner, dann ist das eine erhebliche kognitive Dissonanz, die du erstmal lösen musst als Führungskraft. Wenn es gut ausschaut, schaut es dann aus wie es bei Spotify, so dieser Service Desk. Ja, also du nimmst dir einfach, was du brauchst. Wenn ich eine Tastatur heute bestellen will, dann ist der Prozess ein bisschen anders und erfordert mehrere Freigabestufen. Bei Spotify nimmt man sich das einfach. Ne? Das ist so Sinn und Vertrauen mehr als Anweisung und Kontrolle. Die anderen Thesen gibt es nachzulesen im Buch, mittlerweile in Deutsch und Englisch, als Taschenbuch und als E-Book bei Amazon. Ihr könnt es auch gerne im Blog bei mir nachlesen. Im Wesentlichen, die wesentlichen Inhalte stehen auch im Blog. In dem Buch und im Blog gibt es tatsächlich auch zwei Workshop-Formate, weil wir sind ja hier auf der Tools for Agile Teams und da sind Workshops ja auch immer gefragt. Beschrieben sind tatsächlich bei mir im Blog auch zwei Workshop-Formate, das eine eher für kleinere Führungsteams, das andere eher für größere Veranstaltungen. Und mit den Workshops kann man versuchen oder kann man die Teilnehmer ins Nachdenken über ihr Führungsverhalten entlang dieser sechs Prinzipien bringen. Ja, es ist quasi, sind quasi Aufstellungsfragen, Skalierungsfragen von 1 bis 10 und so weiter. Also ist alles beschrieben bei mir im Blog, auch die Materialien sind alle verfügbar unter einer Creative Commons License, also Copy with Pride. Nehmt, was ihr braucht. Mir ist es nur wichtig, dass ihr die Thesen auch und das ganze Gedankengut da auch verbreitet. Ja, also wer mich da gerne braucht dafür oder mit mir reden möchte, kontaktiert mich. Ja, findet man natürlich auch eine Lösung dann. Habe ich sehr viel durchgeführt, also die Workshops mittlerweile intern und extern bei BMW, also auch bei vielen anderen Firmen, hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, so als erster Impuls mal darüber zu reflektieren. Und danach anschließend muss man natürlich im Coaching der Führungskräfte und die Führungskräfte über längere Zeit begleiten. Aber so als erster Impuls, um mal ins Nachdenken zu kommen, dass es auch anders sein könnte, als es heute ist, sind die Workshops ganz gut geeignet. Das alles ist nicht wirklich was Neues. Also wenn man so länger darüber nachdenkt, dann habe ich es jetzt zwar mit der agilen Transformation motiviert, und wir müssen uns über Führung unterhalten, aber eigentlich hätten wir uns schon viel länger über Führung unterhalten müssen. Ja, eigentlich fordert Peter Drucker von uns schon seit irgendwie 40 Jahren, dass wir uns über neue Führung unterhalten müssen. Ja, er hat natürlich damals nichts mit Agilität zu tun gehabt, aber hat was mit Wissensarbeit zu tun gehabt. Und eigentlich hat er damals schon gesagt, der Wissensarbeiter muss völlig anders geführt werden als der eben bisher ungelernte manuelle Arbeiter in irgendwelchen Industriebetrieben. Und es ist mehr so wie ein Orchester und ein Dirigent. Ja, der Dirigent kann auch nicht die Tuba spielen oder der Tubaspieler nicht dirigieren. Ja, aber das ist auf Augenhöhe. Also die ganzen Begriffe, die wir jetzt so stressen immer, die hat eigentlich Peter Drucker alle schon aufgebracht. Also es ist nichts Neues. Insofern hat das Buch auch wenig neue Inhalte. Aber es ist jetzt an der Zeit, dass wir aus dieser Erkenntnis auch in die Umsetzung kommen. Ja, das ist das, was mich immer so, wir wissen eigentlich seit 40 Jahren, was zu tun wäre, aber es wird nicht umgesetzt. Und insofern haben wir jetzt eigentlich kein Erkenntnisproblem, sondern eben ein Umsetzungsproblem. Und in der Agilität, mit der agilen Transformation, wird das jetzt aber dringend. Das war vorher schon wichtig und es wird jetzt dringend. Genau, und auf der Reise befinden wir uns jetzt immer noch. Und es bleibt weiterhin spannend. Vielen Dank.
Wow, Markus, das war auf jeden Fall, glaube ich, Inhalt pur. Ich kann dir sagen, das hast du vielleicht nicht gesehen, aber der Chat hat sich überschlagen. Also es war ein Austausch, wie ich ihn bis dato im Track nicht erlebt habe. Okay, cool. Der tatsächlich leider schon eigentlich an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt schon auf den nächsten Speaker einleiten müsste. Deswegen folgender Vorschlag. Mhm. Der nächste Speaker ist ja der Holger Koschek und den haben wir ja quasi auf Band. Ich würde jetzt gleich hingehen. Für diesen Speaker quasi die Aufzeichnung starten. Und dann kannst du vielleicht, wenn du das möchtest, eine Session erzeugen. Ich joine die Session, ich habe die ganzen Fragen aufgeschrieben, ich kopiere die Fragen da rein. Und alle Zuschauer im Track sollten, die halt Fragen haben, könnten dann die Session auch eben joinen. Und dann könntet ihr euch da weiter unterhalten. Weil ich glaube, da ist extrem viel Angeregtes, Diskutiertes und ich glaube auch sehr viele spannende Sachen. Das wäre also quasi ein Vorschlag, wenn das für dich gehen würde, Markus. Ja, du musst mir nur sagen, wie ich die Session erzeugt dann. Genau, du musst bis im Hoppen und müsstest dann ein Reiter Sessions, da kannst du einfach einen erzeugen. Ja. Wenn du am besten als Titel nimmst du einfach deinen Vortragstitel. Und dann können das die Zuschauer hier alles einfach sehen. Okay. Ich komme dann gleich nach, so kurz nach 11, komme ich dann da rein, poste kurz die ganze Latte an Fragen und dann können die anderen nochmal joinen, die halt damit dabei waren. Okay, ich mache jetzt die Session und wir sehen uns dort. Okay. Wunderbar. Top. Vielen, vielen Dank. Super. Super. Das war der Markus Reitner mit seinem sehr, sehr spannenden Vortrag. Ich glaube, wir alle wissen jetzt, dass wir mehr Gärtner brauchen, das ist klar. Wir machen eine kleine Pause und starten dann relativ zügig um in 3 Minuten ungefähr mit dem Vortrag vom Holger Koschek anstatt dem von Ina Kurek. Und dann geht es auch gleich weiter. Bis gleich.